Bisher bei Driver San Francisco. Ach, ich versteh's nicht. Wofür braucht Jericho drei Tankwagen mit Ammoniak? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Da Krug tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns nur noch unser alter Freund Odell Williams. Komm, ich versuche nur Jericho zu stoppen. Das ist alles, was zählt. Und damit willkommen zurück zu Driver San Francisco, ihr Lieben. Zuletzt hatten wir einen sehr interessanten Story-Wendepunkt, denn Jericho kann jetzt auch shiften. Haben wir zumindest erfahren, dass er shiften kann. Vielleicht konnte er ja schon die ganze Zeit. Jetzt gucken wir mal, wie wir in der Story vorankommen. Das wäre so der Storypunkt, nämlich wo ich als Schreiber keine Ahnung hätte, wie ich Tanner gewinnen lassen soll, weil, naja, im Prinzip kann man sich ja gegenseitig durchgehend ausstechen. Aber gucken wir mal, was sich die Story-Autoren ausgedacht haben. Was soll das mit dem Cyanid? Glaubst du, Jericho wird von Terroristen bezahlt? Ist nicht sein Stil. Wussten denn die Typen nichts, die du gehirnappt hast? Was auch immer, er macht es wegen des Geldes. So geht das nicht. Ich kann keine Gedanken lesen. Aber ich kann mit der Person nebenan sprechen. Ich glaube, ich habe einen Weg. Jo, dann auf geht's. Habe ich kurz gemutet, weil ich gehustet habe. Der Williams fährt für Jerichos Crew. Den gehe ich mal besuchen. Was ist mit ihm? Ordell ist ein Dieb, aber kein Verräter. Er wird gar nichts davon merken. Ich werde ihn mir einfach kurz ausbauen. Sehr tiefe Undercover-Arbeit. Das wäre der Plan. Er steht Jericho nicht nah genug, um eine Deckung preiszugeben. Und ich erfahre vielleicht, was sie planen. Das Problem wird sein, Jerichos Leute dazu zu bringen, Ordell völlig zu vertrauen. Sobald er kann, was ich kann, werden sie ihn lieben. Alles klar. Oh, in der Corvette Z1 auch noch. Nice. Was willst du, Ordell? Warum Zeit mit diesem Kinderkram verschwenden, Süße? Ich bin der beste Fahrer der Stadt. Ha, mal sehen. Kannst du ein Navi benutzen? Wenn ich muss. Dann beweis es. Fahr diese Strecke und trödel nicht rum. Du fährst gegen die Uhr. Okay. Auf geht's. Oh, und Ordell? Nenn mich nochmal Süße und ich häng dich am Sack auf. Das merke ich mir, Schnecke. Provozier mich nicht. Pass auf. Willst du Tempo oder Komfort? Sehr du gut. Du hast Mumm, das muss man dir lassen. Jo, danke. Gib mal Gas. Pass gut auf. Sauber. Das ist kein Turbo, sondern ein Sauger. Ungeschickt. Die Uhr tickt. Hat sich nur gereimt, deswegen. Ich gerade war. Habe ich gesagt? Keine Ahnung. Ich glaube, die Corvette dürfte ein Sauger sein. Wie dem auch sei. Gut aus. Die Zeit wird knapp. Ich weiß, ich weiß. Ah, easy, noch 10 Sekunden Restzeit. Nicht übel, Ordell. Nicht toll, aber nicht übel. Hey. Und wann geht's dann richtig los? Bleib ruhig. Der Anruf wird bald kommen. Ich habe Ordells Karten bei Jerichos Crew verbessert. Ich glaube, wir sind im Spiel. Ordell hat Test bestanden. Klingt so ein bisschen wie Feedback, wenn man mit dem Zeugnis nach Hause kommt. Egal, wie dem auch sei. Okay. Ordell ist auf dem Weg nach oben. Und Layla ist noch in der Stadt. Das bedeutet, was immer Jericho plant, er muss immer noch die Stadt im Auge behalten. Aber jetzt werde ich erstmal ihn im Auge behalten. Bisher bei Driver San Francisco. Jawohl, Kapitel 6 haben wir, glaube ich. Ich schlichter Tanner. Als nächstes, Platin plus Ammoniak ergibt Cyanid. Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. Ordell Williams fährt für Jerichos Crew. Dann werde ich mir den einfach mal ausleihen. Sehr tiefe Undercover-Arbeit, hm? Und wann geht's dann richtig los? Bleib ruhig. Der Anruf wird bald kommen.
gefroren freigeschaltet. Okay, wir haben noch nicht ein neues Kapitel. Aber ich glaube, das ist jetzt die letzte Mission von Kapitel 5 zumindest. Auf geht's. Tanner, du, Tanner? Vergiss es. Was? Sammle deine Gedanken zu Jerichos Plan. Aha. Was muss ich da machen? Tanner. Hallo? Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Ach ja? Ich schreib's mit auf die Liste von dem ganzen Scheiß, der mit dir ständig passiert. Einen Moment. Jericho ist ein echter Profi, oder? Soll heißen? Er ist kein Massenmörder. Ach komm, der jagt eine Kita in die Luft und verkauft das Spielzeug aus dem Schutt. Das habe ich nicht gemeint. Was meinst du denn, Mann? Rache kostet eine Menge Geld. Man verdient nichts dabei. Wie kommst du da jetzt drauf? Es passt einfach dann nicht. Erklär's mir. Das kann ich nicht. Komm schon, ich bin ganz Ohr. Mann, was? Das ist doch nicht. Tut mir leid, aber ich kann immer noch keine geniale Erklärung hören. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Ich bin der Arsch. Das ist ja echt nett. Ach, verdammt, Jones. Was? Wenn das so einfach wäre. Wenn es so was, John. Wenn es so einfach wäre, dann. Was? Ich kann's ja, echt nicht wenn erwarten. Das so einfach wäre, dann, so dann würde ich ihn doch einfach schmeißen. Einfach Luft. So! Jones? Was zum Teufel? Oh Mann. Jones, die Stadt. Alles eingefroren. Oh Mann, ich bin irre. Jetzt bin ich echt übergeschnappt. Wow! Wie um alles in der Welt? Was? Ah, und der Einzige, der sich bewegt, ist dann Jericho, oder was? Was zum... Der Krankenwagen ist das Einzige, was sich noch bewegt. Ich fühle mich so schwer. Verdammt müde. Ich muss einen Weg hier rausfinden aus diesem Albtraum. Darf ich auch dicht genug auffahren? Spuren bleiben. Ich muss mich konzentrieren. Einfach am Krankenwagen dranbleiben und schauen, wohin er mich führt. Komm schon! Mann, das ist... Diese Verfolgung, diese Spuren, das ist, als würde neue Energie fließen. Mann, langsam verliere ich den Windschatten. Puh! Schon viel besser. Das ist völlig irre. Wacht er jetzt auf? Komm, du schaffst das. Bleib einfach dran, John. Was zum Teufel, das klappt nicht. Alter, der fährt aber auch. Was macht der denn? Wie fährt der? Alter. Kann er mal ein bisschen normal fahren? Das will ich sehen, dass ein Krankenwagen das versucht. Okay. Wow. Was war das denn für eine Straßenlaterne aus... Krass. Durch fahrenden Verkehr zu schlängeln ist schwer genug. Komm her, Kumpel. Ach, nicht klug. Ihr hängt mich nicht ab. Oh Gott, was war das? Was passiert mit mir? Mist, Ricky. Der Kerl verliert eine Menge Blut. Ruf eine Polizeieskorte. Die Stimme kenne ich. Ich war hier schon mal. Okay. Oh Gott. Okay. Das ändert die Geschichte. Gut, Drecksack. Sehen, wie du mir jetzt entkommst.
Ah, bitte. Jetzt bin ich wieder in Form. Das ist abgefahren. Was geht? Kalt außerhalb der Spur. Echt kalt. Soll ich noch weiter Puls verlieren oder was? Okay. Werd nicht irre. Niemals. Es muss eine Erklärung für das alles geben. Okay. Du bläst so viel heiße Luft wie ein Arschloch. Das nennt man Hirnfurz. Was zum Henker machst du denn da? Noch mehr abgefahrener Scheiß für deine tolle Liste, Mr. Jones. Na gut, ich kann dir nicht folgen, Mann. In der Zeit zwischen meinem Fingerschnippen und eben war ich woanders. Ich war in so einem Todesrennen, in einem Albtraum-Remix von San Francisco. Klar. Okay, John. Ich mein's ernst. Mensch, John, entweder verarschst du mich oder du machst mir Angst. Ich weiß es nicht. Ich mein's ernst. Hey, hör zu, Mann. Alles wird okay. Wir werden das zusammen durchstehen, was es auch ist. Oh, danke für die Unterstützung. Nein, ich meine es so, John. Du schaffst es. Ich weiß, dass du mich hörst und dass alles gut wird. Was denn? Fahren wir weiter. Das wird ja immer seltsamer jetzt. Alles klar. Kein Plan, was da gerade los ist. Kapitel 6 gejagt. Von Jericho jetzt, oder was? Ja, das ist... Hey, Tanner, sprich mit mir. Ach, ich habe aber nichts zu sagen. Ach, Müll, was immer da gerade eben passiert ist, macht dich irre. Und wenn es dich irre macht mit dem ganzen Voodoo-Mist, der bei dir abgeht, dann werd ich selbst auch irre, Mann. Und wenn ich spinne, Jones? Wenn das alles nur in meinem Kopf ist? Bitte, hast du keine anderen Sorgen? Guck doch mal, der Unterschied zwischen dir irre oder klar ist, dass du etwas schneller fährst als sonst. Jetzt komm, wir müssen eine Festnahme machen. Ach, gut. Ja. Dann los. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ist er... Also... Inwiefern... Also, dass es im Kopf stattfindet, klar. Das ist ja Story-Haupt-Device. Aber... Inwiefern lässt sich das auf die Realität eventuell übertragen? Aber er hat sich doch selbst irgendwie in diesen Albtraum gebracht, indem er mit dem Finger geschnippt hat, oder? Naja, vielleicht ist es ja trotzdem eine Möglichkeit, wie er herausfindet, was eben mit Jericho ist. Oder wo halt Jericho ist. Was er macht, wo er ist, wer er gerade ist. Indem alles um ihn herum stillsteht. Dachte ich zumindest im ersten Moment. Aber hey, keine Ahnung. Müssen wir mal weiter gucken. Was ich auf jeden Fall ein bisschen komisch finde, sind diese Zwischensequenzen, wo einfach nur ein bisschen gefahren wird. Ich meine, klar, ist voll in Ordnung, dass das gemacht wird, aber sagt irgendwie gefühlt nichts aus. Halte den Puls über 30. Ja, komm, fahren wir mal eine Runde, oder? Welches Auto habe ich? Nissan GT-R, bitte. Ich habe seit dem letzten Mal neu gestartet. Ja, sehr gut. Oh, die Viper, geil. Wessen Puls eigentlich? Hm.
falsch gefahren, deswegen gutes Wendemanöver. Jawohl, ab geht's über die Golden Gate Bridge. Ich glaube zum ersten Mal im Spiel. Oh. Das ist halt das Problem, wenn du deinen Puls irgendwie hochhalten willst. Und deswegen ultra aggressiv versuchst, das Ding hochzutreiben. Puls auf 90, passt schon. Jetzt brauche ich nicht mehr wirklich zu erzwingen, dass der Puls hochgeht. Ja, easy. Ach, ich habe auch ein Zeitlimit. Oh. Da hätte es eng werden können mit, wenn ich da nicht drauf geachtet hätte. Also beziehungsweise wenn ich ein paar Fehler extra noch gemacht hätte. Oh. Schön rückwärts ins Ziel. Ja, 35.000 Willenspunkte, finde ich gut. Weiter. Kann man mal machen. Und das Auto ist heile. Puh, glücklicherweise. Mensch, immer. Einsatzleitung, hier sind Levine und Dyson. Was haben wir damit zu tun? Ignorieren Sie ihn, Einsatzleitung. Wir sind dran. Ja. Warum laggt's, wenn Bumble online geht? What? Warum sind die in der Luft gelaufen? Ach, ist eine Mutprobe. Ich dachte, das ist so ein Collectible. Ach nö, der Notstopp schon wieder. Ich nehme die Folgen weit im Voraus auf, aber ich sehe schon die Kommentare kommen. Ach, Dave. Doch nicht nonstop, Notstopp. Schafft er es nicht, die Handbremse zu betätigen? Für 200 Meter am Stück. Ja? Ist halt so. Bin ein dober YouTuber. Achso, es ist ein Teamrennen. War ganz gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, der arme Cayman. Porsche Cayman fahren, ja. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ich frage mich eh, warum diese ganzen Scam-Werbesachen nicht irgendwie mal konsequent gebannt werden können. Oh mein Gott! Alter! Jawohl, läuft. Ja, RIP, Kollege. Würde ich halt einfach mal sagen, ne? Ja, der wird nicht mehr so lange Porsche Cayman fahren. Ey, ich will zum... Genau. Fiat 500. Alter, ja gut. Ja, gut gemacht, KI. Oh, der kommt hier gerade lang geschossen. Ja, wenn die Gummiband-KI richtig hart reinkickt, ne? Ja. Das ist halt so ein Ding.
Aber wir profitieren ja auch hin und wieder von der Gummiband-KI. Ciao, Kumpel! Oh, da habe ich unseren Nissan weggerammt. Oh! Oh, ganz knapp erwischt. Schade. Ciao. Weg ist er. Und der andere, der eh auf den Abschleppwagen gewartet hat, fährt hier noch. Die Autos sind alle gerade super kaputt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob du ein Rennen auch theoretisch früher beenden kannst. Wenn du einfach alle Autos kaputt fährst von den Gegnern. Okay, das war zu früh. Ich teste das jetzt mal. Oh. Aus wissenschaftlichen Gründen. Oh boy. Okay, jetzt ist er ganz nah am Gegenverkehr dran. Kann die KI nicht ernst meinen, dass sie das Auto zu Schrott fährt? Also ich bitte euch, Leute, jetzt mal im Ernst. So. Eieiei. Okay, komm. Mach die KI, Alter! Was macht die KI? Die ist sich ja nice am Bewegen. Oh, hoho, schade. Oh, Bus. Ja, bringt mir nichts. Ey, ganz ehrlich, die KI macht ja echt Unsinn. Schade, ich würde es gerne testen, was passiert, wenn man alle schrottet. Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin. Schade, dass hier keine Persönlichkeiten mit eingebunden wurden. Es ist nur Fahrer A und Fahrer B, aber hey. Dafür ist halt im Spiel sonst super viel storytechnisch drin. So, hier vielleicht mal was. Come on, das muss jetzt mal funktionieren. Er wollte doch nicht abbiegen. Ganz leicht gestreift. Für mehr hat es nicht gereicht. Ciao, Kumpel! Alter! Au! Schlecht. Oh.
Come on! Ja! Weg ist er! Wo ist der andere Boy? Jetzt will ich das aber wirklich mal testen. Okay, ist direkt hier hinten dran. Da. Yes! Rennen gewonnen! Haha, alle Gegner erledigt. Nice! Ja, aus wissenschaftlichen Gründen wollte ich das alles mal natürlich testen. Und es hat funktioniert. Wunderbar. Herausragend. So, damit, ihr Lieben, neues Auto direkt wieder freigeschaltet. Jawohl. So, hüpfen wir doch mal zur nächsten Story-Mission. Hier haben wir was. Einsatzleitung, hier sind Levine und Dyson. Was haben wir damit zu tun? Alle Einheiten. Am South Court Showroom gab es einen Einbruch. Vier Oldtimer, die am Abend zur Auktion kommen sollten, wurden gestohlen. Einsatzleitung, hier sind Levine und Dyson. Was haben wir damit zu tun? War eine Wohltätigkeitsveranstaltung der Polizei. Ignorieren Sie ihn, Einsatzleitung. Sind dran. Auch geil. Was haben wir damit zu tun? Wofür hast du uns gerade angemeldet, Herr? Mann, Junge, ein wohltätiger Zweck. Guck mal auf die Karte. Wir sind überhaupt nicht in der Nähe. Gutes Argument. Okay, das werden andere erledigen. Was? Was tue ich noch hier? Wenn ich nicht bald wieder meine Augen auf der Stadt habe, finde ich diesen Kopf. Okay, Wie bitte? Wo sind die denn? Warte mal. Werden die mir jetzt markiert oder was? Oh, Lanchastratos! Ein einsamer Dieb hier drin? Oh, sorry, Kumpel. Meine Mission ist würdiger als deine. Alles klar. Verdammt! Oh Gott. Ja, nichts mehr sehen können. Das war ein Problem. Der ist ja überhaupt nicht drifty, wie eigentlich die Autos drauf sind. Oh ja! Der Lancia Stratos, ja. Gerade der ist eigentlich sehr, sehr zickig immer. Ist natürlich jetzt die Frage, warum gerade der nicht? Alter. Die Zeit läuft. Danke für den Tipp, Tanner. Ich merk's. Muss ich das Ding jetzt wirklich richtig reinparken oder was? Oh je. Und muss einer ich. Eingetötet. Alles klar. Oh boy, die anderen sind ja weit weg. Da ist einer ja richtig weit weg. Oh mein Gott. Okay. Hey, wer sind die Typen? Die Typen? Mann, reiß dich zusammen, Marcel. Halt an. Alter! Sorry, Mac. Ich hab andere Pläne. Ich heiße Raoul. Hey, komm, gib den Typen die Karre. Wir haben uns dafür bezahlt. Das war echt lächerlich. Warum haben die dich nur angeheuert, Marcel? Okay, aber wir haben auch unterschiedliche Zielpunkte. Das ist gut, weil sonst hätten wir echt ein Problem. Ich dachte erst, dass wir überall den gleichen Zielpunkt haben. Nicht verkratzen! Echt hast du, dann bekommen wir einen besseren Preis. Gott, die abzuhängen wird natürlich nicht so leicht mit dem Auto. Reiß dich zusammen. Okay, vielleicht auch doch. Wenn ich die Autos nicht bald in die Polizeitransporter bringe, sind sie nie rechtzeitig zur Auktion zurück. Ja, mal im Ernst, dann wird die Auktion halt einfach verschoben, oder? Wenn das Auto nicht straßentauglich bleibt, bringt es uns gar nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Nein, wir haben es von der Auktion geklaut und verkaufen es an jemand anderen. Alter, kann er mal bitte irgendwo rauscrashen? Ich muss das Auto. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Ja.
soll dich echt nicht so zerkratzen. Bist du irre? Pass auf, die Mauer! Das sind zwei meiner vier guten Taten heute. Ach so, ich musste den gar nicht abhängen erst, okay. Ja, das wird jetzt natürlich zeitlich enorm eng. Ja, komm, zoom rein, Mensch. Was hast du mit dem Auto gemacht? Es ist ja quasi schon tot. Ich, Alter? Guck mal in den Spiegel, Mann. Ich hab doch gesagt, bring uns direkt auf den 101. Aber du musst dir erstmal richtig Gas geben. Kann ich die Mission irgendwie neu starten? Ja. Weil so ergibt es keinen Sinn, also es hat zu lange gedauert. Das ist ein guter Zweck und die Zeit läuft. Bringen wir die Autos in die LKW. Okay, auf geht's. Nummer 1. Wieder reinzoomen, auf geht's. Netter Schlitten. Das ist wirklich schön. Wir ihn nach Hause. Yellowbird? Nee, CTR. Alter! Mist! Der 360, ey. Okay, das sieht gut aus. In der Bank. Nächstes Auto. Alles klar, nächstes Auto. Wie lange das Reinzoom auch immer dauert. Schnell, 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 schnell. Da. Was? Da. Mann, die Kiste sieht übel. Warum hat der so wenig Leben? Achso, die Kiste sieht übel aus. Darauf bezieht sich das. Okay. Okay, dann darf ich ihn überhaupt nicht beschädigen. Das wird sonst gefährlich. Die Zeit läuft. Auf geht's. Nicht schon genug geschrottet? Hui. Okay, das war zu lang. Alter, bleib doch nicht mitten im Verkehr stehen. Was machst du denn? Okay, danke. Mach das nicht, Mann! Die halt geschafft. Alter, das war knapp. Das war nur noch ein Mini-Fitzelchen neben, das übrig war. So, Lancia Stratos. Ungefähr einen Kilometer entfernt. Ja, so kann ich auch fahren. Geht schon. Ich wollte eigentlich wenden, aber so geht's auch. Muss ich unbedingt den Dirtweg nehmen. Wenn ich die Autos nicht bald in die Polizeitransporter bringe, sind sie nie rechtzeitig zur Auktion zurück. Alles gut. Du fährst wirklich gegen die Uhr, John. So, jetzt geht's Offroad. Hey, ho! Von hinten reinfahren. Hey, hey. Fahren wir uns das Wenden. Liefere noch einen Oldtimer und die Welt ist ein Stück besser. Ja, richtig. So, reinzoomen. Komm schon. Da.
Oh je, das war ja nervig, ne? Marcel, ich hau dir eine rein. Wie heißt du nochmal? Du weißt, dass ich Raoul heiße. Fahr jetzt ran und übergib das Auto. Auf keinen Fall. Autsch. Ich schlag dir ins Gesicht, Marcel. Und ich schlag Sahne. Ja, easy, das sieht gut aus. So. Nicht getrödelt, nicht versucht, die abzuschütteln und irgendwo random rumzufahren. Ich meine, anscheinend funktioniert es ja, dass wir die Autos abgeben, obwohl die uns noch verfolgen. Und zack, da haben wir es geschafft. Sauber! Ja, wer hat gesagt, dass Wohltätigkeit keinen Spaß macht? Ja, richtig. Ja, wenn auch ihr etwas Wohltätiges tun wollt, ihr Liebe, dann könnt ihr ja gerne diesem Video einen Daumen nach oben da lassen. Gerne Abo raushauen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und beim nächsten Mal wieder einschalten bei Driver San Francisco. Dann geht's weiter in Kapitel 6, glaube ich, mittlerweile. Ich habe heute mal geguckt, das sind, glaube ich, 9 Kapitel insgesamt. Heißt also, wir haben noch 3,5 oder 4 halt vor uns. Und damit vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!